Hi Leute, und hier ist der zweite Piladerun. Und wie gesagt, ich werde heute alle, also diese Folge jetzt hier, alle Pilare besiegen. Ich habe euch gesagt, ich habe immer noch die 32, weil ich noch nicht bei meinem Kistenlager war. Zack, zack. Fliegen. Dein Ernst, Pilar. Zack. Zack. Ich weiß jetzt nicht, welcher der schwerste ist von den Pilaren. Aha, hier ist er. Kann mir erstmal jemand in den Kommentar schreiben. Aber spätestens werde ich es noch herausfinden, welcher für mich der schwerste ist. Boah, die schießen hier. Können die eigentlich ihren eigenen Schildschrott machen? Können sie eigentlich den ihres Meister Schrott machen? Wäre witzig. Boah, die machen aber wirklich viel Schaden. Oh, oh, oh. Kommt ein paar von diesen Knarrentypen. Das schaffe ich niemals in dem ersten Lauf. Muss ich ein paar Mal laufen gehen, wenn ich das so richtig sehe. Jo. Ja, ich glaube, hier muss ich ein paar Mal mehr laufen. Der hier ist schon eine Nummer. Also ist schon stark. Aber es ist jetzt nicht wirklich weit. Ich weiß nicht, ob ich das rauskarte. Jedenfalls am besten immer, bevor ihr losgeht. Wo ist sie? Ah, da hinten. Zur Krankenschwester hingehen. So. Oh, ich habe mein Schiff mitbekommen. Wahrscheinlich, weil ich sich so oft schon heilen gelassen habe von der. Ich versuch's mal mit der Waffe hier. Ich weiß nicht, wie gut die ist. Wie ich da einfach die ganze Zeit hingehe. Ich habe hier oben nämlich einen Weg, den habe ich für die Twins und so, falls ihr es noch wisst. Das sind noch die ganz alten Folgen. Da hatte ich, glaube ich, noch nicht mal dieses Mikro hier. Jedenfalls, da habe ich diesen Weg für die Twins, Zerstörer und allen gebaut. Und den benutze ich jetzt als Fortbewegungsmittel. Kann ich die ganze Zeit fliegen ohne Probleme. Nehme hier auch kurzzeitig einen Boost mit, dass ich meinen Speed nicht verliere. Eigentlich richtig effektiv. Halt, man muss aufpassen, dass man nicht hängen bleibt. Man kann hängen bleiben, indem man nicht rechtzeitig hier loslässt. Oh, gleich da. Also, noch eine Weile lang wird es dauern. Aber es dauert nicht mehr lange. Weil hier ab dem Ende, ihr könnt es hier auf der Karte sehen, ist nicht mehr weit. Ist nicht mehr weit. Deswegen habe ich gesagt, brauche ich nicht aufzunehmen in diesem Film. Also brauche ich nicht rauszuschneiden. Ich kann ihn rausschneiden, aber ich bin faul. Okay. Ich lade schon mal auf. Warte doch noch nicht. Jetzt lade ich auf. Ja. Also einmal sterben ist mindestens. Wer hier nicht einmal stirbt, der hat Okum Equipment, Moonlord Equipment oder OP Sachen Intus. Ich habe ja nichts Intus. Nichts. Ich könnte jetzt Intus nehmen, aber es ist Intus Verbrauch. Sag ich dazu nur. Weil er sowieso jetzt jederzeit schwächer wird, wenn ich dir das zerstöre. Würde das jetzt nicht so sein, aber dann wären die auch viel zu OP. Könnte ich verstehen, dass man das... Wow! Wird dann Donnerblitz gemacht. Also einmal sterben ist mindestens. Zweimal geht, wenn man gut weiterhin so spielt. Ich werde jedenfalls noch ein zweites Mal sterben. Das sehe ich jetzt schon kommen. Oh. Oder? Ja, ja. Ich werde auf jeden Fall noch einmal sterben. Oh. Aber nicht so schnell. Ich werde noch ein bisschen Schaden anrichten. Ist der Pilar schon frei? Wahrscheinlich noch nicht. Nee, aber bald.
Am besten bei denen hier so viel bewegen wie möglich. Bei diesen Schießteilen, die machen nämlich am meisten Schaden. Viel bewegen. Auf den Kopf drauf sein. Von denen. Halt nur nicht, wenn es geht. Ich kann halt nicht unendlich lang fliegen. Das sollte man bedenken. Hätte ich das UFO, würde ich die ganze Zeit auf ihren Köpfen. Über ihren Köpfen bleiben. Aber ich habe, wie gesagt, das UFO nicht. Was? Desto länger ich brauche, um sie zu töten, desto stärker werden die. Das wird eine harte Nuss. Los geht's. Ah, da ist sie wieder. Für Moonlord brauche ich sie jedenfalls. Weil mein Freund konnte sie ohne sie nicht besiegen. Ich frage mich, ob ich es schon heute schaffe, Moonlord zu besiegen. Wahrscheinlich nicht, weil ich noch einmal die Invasion machen will. Ich will dieses Schwert und dieses UFO. Ich weiß ja nicht. Vielleicht schaffe ich es auch ohne, aber ich bezweifle es. Es wäre cool, das UFO vorher zu haben. Was mache ich hier unten? Oh. So, ich bin oben. So, jetzt kann ich hier die Technik nehmen. Besser zu früh hier loslassen als zu spät, das solltet ihr euch merken. Wenn ich hier nämlich mal zu spät loslasse, dann bleibe ich hängen und dann bin ich langsamer, als wenn ich früher loslassen würde. Also auf Länge hin würde ich empfehlen. Also beide, wenn ihr hier so den Weg geht. Das geht hier. Egal. Ich wollte jetzt nicht so unbedingt diese Beschützer. Wären schon gut, zwei zu haben, aber einer dürfte auch reichen. Jedenfalls, wenn ich die Sternenrüstung habe, da werde ich jedenfalls... Wow. Ja, das meine ich. Seht ihr? Jetzt habe ich keine Geschwindigkeit, bin extrem langsam. Das meine ich. Dürfte eigentlich gleich da sein. Ich lade schon mal auf. Oder? Nee, warte. Erst wenn der hier ist. Ab hier, glaube ich. Jetzt. Nein, noch nicht. Jetzt aber. Jo. Ach so, das erklärt's. Jetzt weiß ich, woher diese Schussteile kommen. Das sind diese Viecher, die ja da auf dem Boden rumlaufen. Wenn ich sie nicht schnell genug töte, desto schneller ich die töte, desto schwächer sind sie. Wow, was ist los? Was ist jetzt los mit mir? Ach, Gravity. Das hat mich gerade verwirrt. Zack, verreckt. Ah, ist der Schild ist weg. Bam 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 bam. Boah, der leidet, der Pilar. Der Pilar leidet. Zack. Leide, weiter. Ist er gleich tot? Er dürfte gleich tot sein. Ja, ist tot. Fuck. Aber ich hab's geschafft, ihn zu besiegen. Das ist jetzt egal. Die spawnen sowieso nicht, diese Teile. Kann ich die eigentlich noch mehrmals bekämpfen? Kann mir da mal jemand weiterhelfen? Eigentlich ist egal, weil ich sowieso erstmal... Das würde ich gerne... Kann mir das vielleicht mal jemand sagen? Fuck. Ich hab verkackt. Okay. Wow. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja gut. Ich wäre schneller unten lang, aber egal. Zweiter Pilar erledigt. Fehlen noch zwei. Das werde ich halbwegs zusammenschneiden, damit es nicht so lange für euch ist. Oder es wird einfach eine XXXL-Folge. Aber ich glaube, die kann ich nicht alle in eine Folge packen. Ich glaube, ich muss die wirklich in einer Folge auseinander teilen. Zwei in einer Folge, würde ich sagen. Zwei jeder Folge. Das heißt, ich mache jetzt den und dann noch den anderen, der nah bei mir ist. Und dann wird das für die Folge sein. Und den letzten Pilar machen wir in einer Endfolge. Und dann muss ich mir nur noch wissen, wie ich dieses Moonlord-Teil hole. Aber erstmal mache ich noch ein bisschen, nachdem ich den letzten Pilar erledigt habe, ein bisschen die Invasion, damit ich dieses UFO bekomme.
Okay, das kann jetzt eine Weile lang dauern. Ich dürfte es nicht so lange dauern. Dürfte gleich da sein. Ja, das. Da habe ich mich doch gar nicht so dumm angestellt. Oh, es wird wahrscheinlich eine XXL-Folge, aber dagegen kann ich wohl nichts machen. Die Lange dauern doch länger, als ich gedacht habe. Da sind sie. 32 müssen es sein. Zack, zack. 36 sogar. Oh, Luxus. Was ist das denn? Alienhornissen Banner. Achso, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. So, zum nächsten Pilar. Hier geht einer nach dem anderen. Nächster Pilar. Der dürfte da hinten sein. Ja, der ist nicht so weit weg. Gleiche Technik verwenden, damit ich schneller dort bin. Ich frage mich wohl, was der spawnt. Bei dem einen wurden sie immer stärker. Der andere hat schon so stark gespawnt. Ich wusste nicht, ob sie immer stärker sind. Ist das vielleicht bei allen so? Damit habe ich. Aha, bin schon da. Wo sind sie? Da ist der Pilar jedenfalls. What the fuck, was sind das denn für Teile? Boah. Der Feuerteil ist aber stark. Das ist ja Feuerschwanz-Typi. Oh Gott. Verschwinde mit deinen hier. Boah, ich hab gerade gedacht, von hinten kommt ein Wesenkomet. So, besiegt. Oh. Der ist schon stark. Nur allein durch diese verdammten Viecher, die so richtig schwer sind zu töten. Der einzige, der mir auf den Nerv geht, ist dieses. Hier. Nee, dieser Wurm. Der ist richtig OP. Zack. Der Wurm ist richtig OP. Aber wie gesagt, wir werden die zwei Pilare machen. Egal wie lange ich dafür brauchen werde. Ich halte mein Wort. Ob das vielleicht eine 2-Stunden-Aufnahme läuft, das wird ein bisschen krass sein. Aber nur ein bisschen. Na fuck, das meine ich mit verkackt. Dich wurde ich richtig langsam. Fuck. So geht da. Fuck. Boah. Verschwinde. Hier ist der irgendwo. Diese Komete nerven auch richtig. Aber am meisten nervt mich dieser Wurm. Der unverwundbar ist, wenn man. Hä? Was? Ich möchte hier immer noch meine. Puh, ich bin gleich tot. Verschwinde, du Wurm. Boah, immer noch dieser Wurm ist so OP. Ich glaube, dafür brauche ich länger. Dafür brauche ich länger. Länger. Ich werde das, glaube ich, in der Kurzfassung hier zusammenfassen. Den Kampf hier bei dem Pilar. Dieser Wurm viel zu OP, sag ich dazu nur. Und Feuerkugeln sind auch ziemlich stark. Es ist. Bisher ist der mein der stärkste Pilar, in den ich gekämpft habe. Vielleicht ist er auch der stärkste Pilar. Wer weiß. Jedenfalls, mein Freund hat mir was empfohlen, welche Rüstung ich mir zu. Also empfohlen. Welche Rüstung ich mir zuerst hole. Das ist die. Sternenrüstung, deswegen habe ich den Pilar eigentlich als erstes bekämpft.
das war eigentlich der Grund, weil mir mein Freund gesagt hat, ja, hol dir die Sternrüstung, die ist am stärksten. Mit der wirst du den Moonlord nochmal leicht besiegen können. Oh, verschwinde mit dem Wurm. Komm, stirb. Mach ihn doch. Danke. Ja, dieser Wurm ist immer noch OP. Ey, diese Würmer kommen aber auch. Also es gibt schon eine Grenze, wie oft die kommen sollen. Das ist hier eine Unverschämtheit. Krabbelfüßler. Unmöglich. Die ohne Moonlord-Sachen ohne ein einziges Mal zu sterben, unmöglich. What the fuck? Was macht der hier? Komm mal wieder her. Okay. Ich hoffe, die heilen sich wieder. Dürften sie sich eigentlich durch die Frau da. Durch die Heilerin. Ich muss mal nachgucken, ob diese Pilasho fertig ist. Also ich hätte seine Gefolge schon halt nicht vollkommen, aber sehr beschädigt wurden. Weil dann komme ich dann hier mit meinem Raketenwerfer. Ja, das passiert, wenn ich verkacke. Lass mal nachgucken. Nein, noch nicht mal annähernd. Ey, ich kann mich mal am Arsch lecken wieder. So, hier. Gott. Hier verschwindet hier. Nein, da oben ist noch so einer von diesen. Da ist einer von diesen Würmern. Aber er kommt nicht runter, fällt mir gerade auf. Ist man hier unten vor diesem Wurm sicher? Ich glaube wirklich. Man ist sicher vor diesem Würmern oben. Fuck. Ich habe vergessen, was zu trinken. Also ich rede von so einer Heilpotion. Aber wie viel vom Pilar habe ich schon weg? Gefühlt habe ich nicht viel weg von der. Aber er hat ziemlich oft mich getötet. Ziemlich oft. Bald geht mir hier das Geld aus. Dürfte mir eigentlich nicht. Ich habe ja auf der Bank so viel. So. Komm, UFO. Du wirst mir hoffentlich gut helfen. Ja. Ich habe dich vom Mutterraumschiff bekommen, also. Zeig mir ja, dass du stark bist, kleines Vieh. Raumschiff. Es ist zwar ziemlich stark, aber. Aber dieses Raumschiff ist eigentlich richtig stark. Ja, wow. Darum bringst du ja auch richtig viel. Doch eigentlich mal gedrückt halten. Jo. Oh, hoppala. Also bei dem empfehle ich meistens hier auf dem Boden zu bleiben. Weil oben ist wartet dieser Wurm und der ist viel zu OP. Gott.
Zack. Langsam habe ich die Technik raus, wie man den. Zack. Komm mal wieder welche. Aber in der Zeit kann ich mich regen, also ist eigentlich alles gut. Boah. Ich sag doch, lieber am Boden bleiben. Aber nicht zu nah, weil sonst kommen diese Viecher und töten dich. Die kann man nämlich nicht aufhalten. Ja, der Schild ist weg. Pilar, stirb. Mir schon genug angetan. Stirb endlich. Ja, ich habe ihn. Oh, das war mal richtig. Du hörst plötzlich Stimmen aus anderen Dimensionen. Werde ich verrückt? Was ist denn jetzt los? Man muss doch gegen alle Pilare gewinnen, bevor man erst gegen kämpft. Und wieso ich mich geheilt habe? Weil der andere Pilar ist hier hinten. Ist der letzte. Ich werde mir jedenfalls alle 4 Rüstungen craften. Da braucht ihr auch keine Sorgen zu haben. Okay, das war's für die Folge. 2 Pilare in dieser Folge geschafft. Gut, richtig produktiv. Wahrscheinlich eine XXL-Folge. Sehe ich jetzt schon. 30 Minuten. Oder ich habe mein Zeitgefühl verloren. Ich werde jedenfalls alle Wege rausschneiden, obwohl ich da was sage. Weil es ist sonst viel zu lange die Aufnahme. Kommt drauf an. Also vielleicht den Endweg hier. Werdet ihr alles erfahren, wieso manche Sätze von mir nicht vollendet sind. Jedenfalls bei dem Feuerteil muss ich ziemlich viel rausschneiden. Dann werde ich wahrscheinlich nur nicht. Upsala. Ich bin daran vorbeigeflogen. Ich brauche ja noch. Ich gehe hier nicht ohne diese Teile. Ich habe sie mir verdient geholt. Ich habe ihn verdient besiegt. Ich habe nur 23 von denen. Ziemlich belastend. Letzter Pilar. Und der kommt nächste Folge dran. Dann habe ich hier alle 4 von diesen Teilen. Und war's für die Folge und lasst bitte ein Like dafür, diese 2 Pilare, die richtig stark waren und die ich trotzdem besiegen konnte. Lasst ein Like da dafür und abonniert meinen Kanal, um mich zu unterstützen. Lasst ein Like dafür diese Folge und wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.